Hallo ihr Lieben, hallo, hier ist der Michael. Ja, ich hoffe, dass alles gleich funktioniert. Mein Gerät zeigt mir an, dass alles okay ist. Sobald die ersten Zuschauer da sind, hoffe ich, dass mir jemand sagen kann, ob man mich auch gut hören kann. Aber jetzt starten wir gleich mal mit dem Selbstsicher Live zum Thema Neid und Missgunst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es heute ein paar weniger sind, denn das Thema hat polarisiert. Ja. Und zwar deutlich. Ich habe an meine Community ja einen Newsletter rausgeschickt und der begann mit den Zeilen "Bist du neidisch?" und dann der Name und Fragezeichen. Und das hat erstens mal dazu geführt, dass sich ein paar mehr abgemeldet haben, als das sonst üblich ist. Gut, auch ein Feedback. Und zum Zweiten hat es dazu geführt, dass mich eine Frau angeschrieben hat, so nach dem Motto bitterböse, ob ich denn also als Gegenfrage gestellt, ja, wenn ich frage, bist du neidisch, als Gegenfrage gestellt, bist du verrückt, bist du unverschämt, bist du frech oder irgend sowas. Sie hat aber schon geschrieben, sie könnte mich im Gegenzug fragen, ob ich, ja. Also sie hat es nicht so böse geschrieben, wie es jetzt gerade sich angehört hat. Jetzt sehe ich hier schon jemand live, mal kurz, vielleicht einen Daumen hoch oder ein Text rein, ob man mich gut hören kann. Denn es sind noch so wenige und das ist dann immer die Frage, kann man mich auch wirklich hören und auch gut sehen? Ich hoffe, dem ist so. Ich spreche mal einfach weiter, vielleicht kommt es ja gleich noch. Ja, also wie gesagt, das Thema hat polarisiert und keiner hört gerne, ob er neidisch, dass er neidisch sei. Spannend ist, dass es so verschiedene Aussagen gibt. Also grundsätzlich erstmal, hallo Nora, ja wunderbar, freut mich, dass man mich gut hören kann. Dankeschön für das Feedback. Ja, also wie gesagt, keiner möchte ja neidisch sein, keiner möchte auch als sowas tituliert oder bezeichnet werden. Gleichzeitig reden wir immer wieder davon, dass gerade wir Deutsche, ob das so ist, werden wir uns auch gleich anschauen, besonders gerne neidisch sind. Neid gilt als Todsünde. Neid und Missgunst ist ja in etwa das Gleiche oder wird gleichgesetzt, sind unterschiedliche Begriffe. Also da steckt eine ganze Menge Zündstoff offensichtlich drin. Sonst hätten die nicht so viele reagiert. Schauen wir uns erstmal an. Also wie gesagt, Newsletter ist das eine Thema. Schauen wir uns erstmal an, was bedeutet denn Neid und Missgunst genau? Was ist es denn genau? Und da gibt es natürlich durchaus unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Definitionen. Normalerweise ist Neid, dass man jemand anderen etwas nicht gönnt. Das ist die gängige, übliche Definition. Ob das jetzt etwas Materielles ist, also ein Besitz, ein Reichtum oder sonst irgendwas, oder ob das eher was Immaterielles ist, also beispielsweise, dass der irgendwie, keine Ahnung, besonders bevorzugt wird oder ähnliches, das ist dann egal. Beides Mal sprechen wir von Neid. Und in der Bibel spielt Neid auch schon eine ganz, ganz große Rolle und von daher prägt es unsere ganze westliche Kultur sehr stark. Neid gilt ja erstmal als eine der sieben Todsünden. Ja, ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, nummeriert. Ich habe mir es vorhin mal aufgerufen. Es gilt als die sechste Todsünde, also die erste ist Hochmut, altes Wort für Eitelkeit oder sowas. An zweiter Stelle Geiz, wäre auch mal ein spannendes Thema, finde ich, weil auch da kann man mal drüber reden. Dann die Wollust, die jetzt nicht nur auf Sexuelle bezogen ist, sondern zum Beispiel auch auf Genusssucht ganz allgemein. Dann der Zorn, dann die Völlerei, dann kommt eben der Neid und, was ich auch ganz interessant finde, die Faulheit. Wobei ich wäre froh, wenn ich heute noch wenigstens ein bisschen Zeit für Faulheit hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, wenn also Neid so, ja, und vielleicht auch noch in der Bibel, Kain und Abel. Ja, das war ja so der erste in der Bibel erwähnte Mord aus Neid. Neid und Habsucht. Also das heißt, hier ist tatsächlich, ja, eben sogar ein Mord passiert. Wobei Mord, Tötung damals sicherlich noch etwas anderes war, als wir das heute sehen, wo das sicherlich als eines der schlimmsten gilt. Nicht, dass es damals nicht als schlimm galt, aber wenn ich mir anschaue, wie viel auch einige der heiligen oder positiv dargestellten Personen gemordet haben. Ich habe jetzt gerade nur eine Geschichte im Kopf, weil ich gestern eine kleine Mini-Rede auf einer Veranstaltung halten sollte über Moses oder Mose.
Und Mose hat ja auch eine ganze Menge Menschen ermordet. Mose, der die Israeliten aus Ägypten ins geheiligte Land geführt hat. Und da war auch gleich zu Beginn ein Mord und später hat er ja das halbe Heer der Ägypter im Meer ersaufen lassen. Also das ist in der Bibel drin. Ups, weiß nicht, was da jetzt gerade los ist. In der Bibel sicherlich noch etwas anders, als wir das heute sehen, was Mord angeht. Irgendjemand hat mir ausgerechnet, wie viele Morde in der Bibel erwähnt werden. Aber Neid definitiv ist damals was Negatives gewesen, ist heute was Negatives. Jetzt gibt es allerdings durchaus Menschen, die sagen, Neid hätte was Gutes. Und zwar definieren die Neid dann oft in etwa so, wenn ich neidisch bin, dann spornt mich das an. Ich glaube, diese Menschen verwechseln dann Neid mit Anerkennung. Denn wenn wir es anerkennen, dass jemand anders etwas hat, was ich auch gerne hätte, das wäre was Positives, Anerkennung, dann kann es mich anspornen, ja, wenn ich es auch haben will, aber es ihm trotzdem gönne. Aber wenn ich es ihm nicht gönne, dann steckt da sehr viel negative Energie drin und dann ist es keineswegs ein Ansporn. Dazu komme ich aber gleich noch beim nächsten Punkt, wenn wir uns anschauen, was es denn mit uns eigentlich macht, neidisch zu sein oder von Neid und Missgunst womöglich getrieben zu sein. Und in Wikipedia steht eine relativ harmlose Definition drin, nämlich nur, dass man etwas, was ein anderer hat, auch haben möchte. Ich glaube, das trifft nicht wirklich Neid, weil das ist sehr neutral und das ist ja, ich sage jetzt mal, wenn wir Werbung sehen und wir wollen etwas, was dort in der Werbung für uns interessant erscheint, weil es dort jemand hat oder im Fernsehserien oder sonst was, dann sind wir nicht unbedingt neidisch auf den. Also ich glaube, diese Definition, die es da in Wikipedia gibt, ist nicht unbedingt das, was man wirklich unter Neid versteht, sondern eben, ich gönne jemanden anders etwas nicht. Und es muss gar nicht mal heißen, dass ich das selber haben will. Denn Neid kann auch dann Neid sein, wenn ich es nur dem anderen nicht gönne, ohne es selbst haben zu wollen. Und jetzt schauen wir mal zum nächsten Punkt. Was macht es denn eigentlich mit uns? Und warum ist denn Neid so negativ? Ich merke gerade, ich habe heute einen sehr rauen Hals, woran immer das liegt. Deswegen so kleine Versprecher und Räusperer und Haspler. Ich hoffe, es ist nicht unangenehm und werde versuchen, es zu reduzieren durch ordentlich Trinken etc. Ja, was macht denn Neid mit uns? Also zum einen natürlich entsteht aus diesem wirklich dem anderen etwas nicht gönnen, egal ob ich es jetzt selber haben will oder nicht. Wenn ich dem anderen etwas nicht gönne, dann werde ich vielleicht sauer, dann werde ich ärgerlich. Ja, das heißt, da ist Ärger womöglich damit verbunden, vielleicht Zorn, vielleicht sogar Wut. Alles Dinge, die natürlich auch nicht sehr angenehm sind und die uns, also die wir zum einen natürlich als was Negatives empfinden. Und die zum anderen dazu führen, dass wir in irgendeiner Form wahrscheinlich negativ reagieren. Und auch da kommen wir gleich im nächsten Teil darüber. Die Frage ist, merken wir das immer bewusst oder läuft es unbewusst ab? Zum anderen, wenn ich auf jemanden neidisch bin und das womöglich generalisiere, dann führt das dazu, dass ich mir vielleicht selbst auch den Weg zum Erfolg zubaue. Das hört jetzt erst sich mal etwas eigenartig an und etwas komplex an. Wenn ich es aber jetzt gleich mal aufdrösel, dann wird es vielleicht etwas verständlicher. Und ich nehme da gerne Beispiele aus der Politik, auch wenn es immer sehr heikel ist, über Politik zu reden, weil selbstverständlich jeder eine andere Meinung zu politischen Themen hat und auch haben darf. Aber da gibt es eben so Bereiche, wo es durchaus kritisch werden kann. Und ich nenne gleich ein Beispiel. Also, wenn Menschen zum Beispiel glauben, dass andere, die Geld haben, automatisch negative Personen sind, und das ist ja leider sehr häufig der Fall, dann führt das natürlich auch dazu, dass ich auf der unbewussten Ebene mir denke, ja, egal ob mir das bewusst ist oder nicht, so will ich niemals werden. Das heißt im Konkreten, wenn jemand anderer erfolgreich ist, dann will ich auch nicht erfolgreich werden, weil ich ja mit den erfolgreichen Menschen etwas Negatives verbinde.
Ich hoffe, man kann diesen Gedankengang etwas nachvollziehen oder ihr könnt ihn etwas nachvollziehen, denn der ist durchaus sehr, sehr wichtig. Unser Unterbewusstsein denkt so einfacher und auch so direkt. Ja. Heißt also ganz konkret, wenn wir, und das passiert ja im Moment in der Politik sehr häufig, in Bayern war ja jetzt gerade die letzten Wochen Wahlkampf, in Hessen auch, und eins der großen Themen ist ja im Moment, dass die Mieten immer sehr, sehr steigen. Wobei ich das Thema insofern relativ gelassen sehe, weil seit ich denken kann, steigen Mieten und es ist immer schon sehr viel. Und damals hat man schon gesagt, ich kann mich erinnern, wie die Mieten noch bei 3 oder bei 5 Euro waren. Da haben schon viel gesagt, wie kann man sich das jemals leisten, wenn die noch mehr steigen. Heute sagen sie es immer noch. Also ja, klar, möchte man gern weniger bezahlen. Aber deswegen gleich die Menschen, die zum Beispiel Immobilien besitzen, zu verurteilen, führt eben dazu, dass man das Gefühl auch für sich selbst hat, ich möchte selber nie zu diesem Personenkreis gehören, der auf irgendeine Art erfolgreich ist. Ja, jetzt könnte man vielleicht noch sagen, was ist erfolgreich und solche Dinge, und dann kommen dann so Gedanken rein wie, das wäre unfair, das wäre ungerecht. Auch das würde ich jetzt gerne mal in Frage stellen, würde aber das Thema heute sprengen, weil wenn jemand Immobilien hat, dann ist dafür irgendwas getan worden, die fliegen einem ja nicht zu. Klar, es gibt immer und überall Menschen, die auch betrügen, aber das sind wie überall auf der Welt ein paar wenige Prozent. Ja, die gibt es unter den Politikern, die gibt es unter den Hausbesitzern, die gibt es unter Polizisten, die gibt es unter Lehrern, die gibt es auch unter Trainern und Coaches wie mir oder was auch immer. Die gibt es überall auf der Welt, das wird man nicht ausschließen können. Die kommen jetzt aber nicht unbedingt mehr vor bei Politikern oder bei Hausbesitzern. Und vielleicht ist ja sogar jemand von den Zuhörern selbst Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer, der vermietet, dann weiß man auch, was dafür kostet. Ich bin übrigens keiner, ja, nicht, dass jetzt da glaubt, ich verteidige eigene Immobilien, habe ich keine, aber ich versuche immer, die Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen. Und wenn es keine Menschen gäbe, die Wohnungen vermieten, dann würden verdammt viele Menschen auf der Straße sitzen, weil sie sich eben keine eigenen leisten können. Und wenn man sich anschaut, was es heute da für Auflagen gibt etc., ist es gar nicht so einfach, so eine Wohnung zu unterhalten und auch die Kosten überhaupt aufzubringen. Also es ist nicht so, dass sich jeder Vermieter da automatisch gleich eine goldene Nase damit verdient. Und ansonsten regelt halt einfach Angebot und Nachfrage den Markt. Und das ist ein Thema, das nichts mit Neid zu tun haben sollten. Aber wenn man sich dann anschaut, was daraus entsteht, und ich habe im Wahlkampf zum Beispiel auch wörtlich die Aussage gehört, das war hier in Bayern von einem Politiker der Linken, der gesagt hat, auf Nachfrage, er wollte es erstmal nicht sagen, ja, er denkt sogar an Enteignung von Menschen, die Immobilien besitzen. Da frage ich mich, in welcher Denkweise, in welchem Land wir leben, denn das kann nur aus Neid entspringen, so eine Aussage. Und das ist sicherlich nicht sehr sinnvoll, denn ich glaube, keiner von uns möchte mit irgendetwas enteignet werden. Jeder von uns, egal wie viel oder wie wenig es ist, jeder von uns ist froh um das, was er besitzt. Und sei es nur, ich sage jetzt mal, Wertsachen in Höhe von 10.000 oder von 20.000 Euro. Denn so viel ist die Wohnungseinrichtung bei den meisten mindestens schon wert. Möchten wir auch nicht enteignet werden. Ja, und hier davon auszugehen, dass jemand anders, der vermutlich mal hart dafür gearbeitet hat und wenn nicht er, vielleicht seine Eltern, ja, und der schlau und weise investiert hat in etwas, was im Wert steigt, wo er eben zunehmend Einnahmen haben kann, und ich meine, die Leute kalkulieren ja damit, den dann zu bestrafen dafür, dass er weise war, dafür, dass er erfolgreich war oder dafür, dass seine Eltern erfolgreich waren, ist sicherlich nicht der richtige Weg, führt aber dazu, dass hier immer mehr auch Fronten entstehen, dass immer mehr Hass entsteht, und es war jetzt nur ein Beispiel von vielen, ja. Denn das höre ich zum Beispiel auch, wenn es um die Dieselaffäre geht, ja, die Unternehmen sollen jetzt dafür bluten, ja, da stecken auch Arbeitsplätze dahinter etc., da steckt unser Erfolg, unsere Wirtschaft dahinter. Also klar, ich kann jetzt auch immer ganz schnell schreien, dass irgendjemand für irgendetwas bezahlen muss, aber wir müssen uns auch immer überlegen, was hat es denn für Wirkungen einmal fürs Gesamte, also was wäre jetzt, wenn die Automobilindustrie darunter so stark leidet, dass in der Folge es der deutschen Wirtschaft, wo jeder Sechste vom Automobilbau lebt, um 5 oder 10 oder 20% schlechter geht und viele, viele Tausende oder Hunderttausende Menschen auf der Straße sitzen? Und vor allem, was bringt es mir,
Wenn ich womöglich selbst nicht betroffen bin, ich bin jetzt im Diesel tatsächlich nicht betroffen, Gott sei Dank, aber was bringt es mir, wenn ich da sage, ich möchte jetzt da Rache sehen und ich möchte jetzt irgendjemand bestraft sehen? Das Thema ist viel komplexer als hier mit irgendwelchen Parolen, gleich nach irgendwelchen Strafen oder sonst was zu rufen, denn hier sind so viele Faktoren drin und ich kenne selber nur einen Bruchteil, dass es nicht so einfach ist, dass jetzt die betroffenen Autofirmen gesagt haben, hey super, da können wir mal ein bisschen mehr verdienen, wenn wir hier den Diesel irgendwie die Werte verändern, sondern da steckt ganz viel auch an politischen und sonstigen Dingen dahinter, die hier schiefgelaufen sind. Und auch nicht, weil irgendjemand in der Politik betrügen wollte, sondern weil hier so viele Faktoren drin stecken, dass es eben nichts bringt, wenn man da auf irgendjemand neidisch ist, Rachegelüste hat, verurteilt oder sonst irgendwas, sondern wenn, dann können wir gemeinsam versuchen, hier Lösungen zu finden. Und auch in der Politik gibt es da einige, die viel zu hart vorgehen und auf der betroffenen Seite gehen einige viel zu hart, also ich rede jetzt von den Besitzern, aber auch auf der Automobilseite gehen einige, also Herstellerseite gehen einige viel zu hart an, anstatt dass man sich mal zusammensetzt und sagt, hey, wir haben hier ein Problem und dieses Problem müssen wir lösen. Und zwar ohne Neid und ohne Rache und ohne den anderen irgendwie ans Bein pinkeln zu wollen, sondern gemeinsam. Und übertragen aufs eigene Leben ist es ganz genauso, denn wir merken oft gar nicht, wo wir neidisch sind, weil wir nur irgendwie sowas wie Wut empfinden, beispielsweise, oder Ärger, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt irgendwo so im Straßencafé und ich kenne dich natürlich nicht und ich weiß nicht, wie du jetzt persönlich tickst, aber du kannst es dir vielleicht, wenn du selber nicht so tickst, vorstellen, dass anderen es so geht. Du sitzt jetzt da im Straßencafé und jetzt kommt da einer mit so einem mega aufgemotzten Lamborghini. Und dann gehen so die Flügeltüren nach oben und dann steigt da auch noch auf der Beifahrerseite eine Blondine, Modelfigur, goldene High Heels, behangen mit Schmuck, toupierte Haare und eine 39.000 € Handtasche von Hermes. Ich glaube, das ist so die teuerste auf dem Markt. Falls nicht, korrigiert mich gerne. Ja, für 39.000 € eine Handtasche, okay. Ja. Und wie denken jetzt die meisten, die da im Straßencafé sitzen und gerade froh sind, dass sie sich einen Eisbecher für 8 € leisten können oder was die in deiner Stadt kosten, für die ganze Familie, pro Person natürlich 8 €, wenn da so einer vorbeifährt, der offensichtlich so viel Geld hat, dass er seiner Freundin, man geht mal davon aus, wissen wir ja nicht mal, aber oft geht man dann davon aus, der Lamborghini-Besitzer hat auch noch die 39.000 € Handtasche und die goldenen High Heels von Louboutin für 5.000 € bezahlt, ja, wer weiß. Aber das ist genau das, was dann passiert. Da entstehen dann so Bilder im Kopf und dann ist der womöglich irgendwie ein Mafiosi oder ein Zuhälter oder ein, keine Ahnung, sonst irgendwas, der das Geld vermutlich ja sowieso irgendjemanden abgezockt hat und der gleich irgendwie bestraft werden muss oder sonst was. Und die Frage ist, wie sind wir da wirklich alle frei davon, so nicht zu denken? Denn selbst wenn wir denken, wir sind grundsätzlich erstmal nicht neidisch. Ich glaube, dass vielen von uns es so geht, dass wir in solchen Situationen ganz schnell voreilige Schlüsse ziehen, dass wir da trotzdem irgendwo so gewisse abwertende Bemerkungen machen, die eben aus Neid entspringen. Auch wenn wir jetzt nicht sagen, ich gönne dem das nicht, also nicht wörtlich sagen, sondern nur über diese ganzen Gedanken, was das wohl für ein Typ sein könnte und dass sie vielleicht nur eine ist, die deswegen am Geld macht, ja, die geht mit ihm ins Bett, weil er ihr eine 39.000 € Handtasche und 5.000 € High Heels bezahlt hat, sowas in der Art, das sind ja dann gleich die Bilder, die da bei vielen automatisch im Kopf sind. Und es muss jetzt auch nicht so ein krasses Beispiel sein. Es kann natürlich auch ein viel kleineres sein. Ich erinnere mich, vor kurzem gab es, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Dame hieß, eine Diskussion in der Öffentlichkeit. Und so eine ähnliche gab es schon mal vor ein paar Jahren, weil eine, ich glaube, war sie Politikerin? Nein, ich glaube, sie war sogar nur in Anführungszeichen höhere Beamtin oder irgend sowas. Die trug eine Rolex-Uhr. Rolex gibt es jetzt ab 2.500. Ich habe mal gelesen, dass dieses Modell angeblich irgendwie so 6.000 bis 7.000 kostet. Ja, so what? Warum sollte sie, ich glaube, das war eine Einwanderin oder zweite Generation, ich weiß es jetzt nicht, und die war auch in irgendeiner Position, wo sie eben mit anderen Migranten, Flüchtlingen, was auch immer zu tun hatte, ich weiß es nicht genau,
Ich habe es auch nicht so gelesen, ich habe mir nur diese Diskussion über diese Uhr angeschaut und auch da nur so die gröbsten Sprüche. Und was da wieder Neid rausgesprochen hat. Wem bitte tut es weh, wenn sich diese Frau entweder selbst oder per Geschenk eine Rolex leisten kann? Warum sollte nicht ihr irgendjemand eine Rolex schenken dürfen? Oder warum sollte sie selbst nicht eine Rolex tragen dürfen? Ja? Und das Gleiche gab es mal vor vielen, vielen Jahren. Wenn ich mich recht erinnere, 2007, da war damals Klaus Kleinfeld der CEO von Siemens und da gab es ein Pressefoto von ihm, wo er so lässig, lässig ist meistens so der Versuch, selbstsicher zu wirken, als man ist, auf einem Geländer im Treppenhaus eines der zahlreichen Siemens-Gebäude lehnte und weil er den Arm so, ich mache es mal ein bisschen höher, so in etwa auf dieses Geländer machte, blitzte hier eine Rolex raus. Dieses Foto wurde im November 2006, nagel mich jetzt nicht auf die Jahreszahl fest, veröffentlicht und wurde dann im Januar 2007 wieder veröffentlicht und dann war die Rolex-Uhr wegretuschiert. Und das ist irgendjemand im Internet aufgefallen, der hat darüber geschrieben und daraufhin ist diese Diskussion entbrannt über die Rolex und keiner weiß, wie teuer die war. Ich weiß nicht, ob das überhaupt hundertprozentig sicher war, ob das eine Rolex war oder ob es nur jemand vermutet hat, weil hey, auf dem Foto, wie gut kannst du da bei einer Ganzkörperfotografie erkennen, ob das eine Rolex war. Aber warum sollte sich ein Klaus Kleinfeld mit einem Jahresgehalt von 7 Millionen Euro nicht mit einer Rolex hinstellen dürfen? Ich fand eher das Peinlichste nicht, in dem Fall gar nicht so sehr die Diskussion, sondern dass wer auch immer auf die Idee gekommen ist, diese Uhr wegzuretuschieren. Weil wer so ein hohes Jahresgehalt hat, hey, für den ist eine Rolex Pipifax. Warum nicht? Und ich meine, bitte vergesst mir auch eines nicht. Hinter all diesen Luxusgütern, die sich Menschen leisten können, sei es der Lamborghini für eine Viertelmillion oder eine halbe Million, ich weiß gar nicht, was die Obergrenze bei denen ist, oder die Mercedes S-Klasse für eine Viertelmillion, oder ein Haus oder eine Villa für 5 oder 6 oder von mir aus auch 20 oder wie viel Millionen, oder eine Luxusjacht für 50 Millionen oder sonst irgendwas. Das bedeutet doch auch, dass irgendjemand diese Luxusjacht baut, dass irgendjemand da wiederum Arbeitsplätze einrichtet, dass irgendjemand dafür Steuern bezahlt, dass irgendjemand damit unser Bruttosozialprodukt nach oben bringt. Und wenn nicht unseres, dann vielleicht das in einem anderen Land, die brauchen es auch. Also wir sind da immer so schnell, so negativ mit irgendwelchen Vorurteilen. Dieter Bohlen hat es mal sehr krass ausgedrückt, aber vielleicht hat er ein Stück weit recht. Der hat mal, weil ich meine, der verdient ja selber nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie viel. Irgendwann hat er mal auch was von einem Ferrari erzählt. Man weiß, dass er in Tötensen, wo er lebt, eine große Villa hat. Und ich meine, als Produzent verdienst du ein paar Euro 50, wenn du ein paar Hits hast und die hatte er zu Genüge. Also er kann sich Gott sei Dank auch einiges leisten und wird damit auch einiges schaffen. Ist vielleicht übrigens auch Immobilienbesitzer etc. Und der hat mal aus dieser Position des DSDS-Jurors heraus gesagt, die wahren Asozialen sind die, die dem Staat auf der, nee, er hat es anders ausgedrückt. Ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas. Also er hat da gesagt, wer etwas dazu beitragen könnte, Erfolg zu schaffen, zu generieren und es nicht tut, das sind die Schlimmen und nicht die, die es tun. Und auch wenn er es leider sehr negativ damals ausgedrückt hat, von der Idee her, ist es nicht verkehrt zu sagen, wenn alle Menschen statt neidisch zu sein, selbst versuchen, das Maximum aus ihrem Leben zu machen, was immer der Einzelne darunter versteht. Und eben nicht nur, ja, ich sage mal, das Minimum dessen zu machen, was man machen muss, dass man gerade so überleben kann und den Rest sich vom Staat bezahlen oder sonst irgendwas, dann würden wir, glaube ich, insgesamt weiter vorankommen. Und das ist das, was ich auch in Deutschland so ein bisschen erlebe, dass wir vor lauter Neid und vor lauter daraus übrigens auch entstehende Gesetze. So nach dem Motto, wenn wir anderen was nicht gönnen, dann muss das auch verboten werden und dann muss da alles Mögliche gemacht werden. Und da gibt es gerade in Deutschland, geht mal so die Gesetzgebung durch, verdammt viele Gesetze, wo ich sage, da steckt eigentlich nur der Neid auf andere dahinter. Wir sind damit so beschäftigt, dass wir unsere eigene Erfolge, ich meine, wir sind ein Land, das hat wahrscheinlich die besten Potenziale von allen Ländern auf dieser Welt oder zumindest gehören wir zu den Top 5. Und was haben wir für ein Wachstum, was haben wir für ein Tun? Minimal. Und wenn ich mir dann Länder anschaue, wie jetzt zum Beispiel China oder andere Länder, wo die Leute eben nicht diesen Neid kennen, wobei da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, ich weiß es nämlich nicht wirklich, aber ich vermute es,
Und wo die alle erfolgreich sein wollen, wo es nach vorne geht, die dann ein viel größeres Wachstum haben. Selbst jetzt, wo es reduzierter ist, noch ein viel größeres haben als wir Deutsche. Und ich glaube, wir sollten da eigentlich viel mehr Potenzial haben als beispielsweise die Chinesen, die Inder, die Brasilianer oder sonst irgendwer. Aber wir vermasseln es uns immer wieder selbst. Und ich glaube, dass es für jeden sehr, sehr hilfreich ist. Und ich will niemanden unterstellen, dass er neidisch ist. Auch wenn das im Newsletter für manche so geklungen hat. Auch da war es meiner Meinung nach nicht so formuliert. Aber ich glaube, jeder sollte sich selbst mal fragen, wie frei bin ich wirklich von Neid, von dieser Todsünde Neid? Wo ist vielleicht doch noch so ein versteckter Neid drin, wenn ich erlebe, dass andere mehr Erfolg haben, dass andere vielleicht auch mal glücklicher sind in irgendetwas? Es ist ja immer die Frage, warum sind manche Menschen scheinbar glücklicher und man selber nicht? Ist es nur eine Wahrnehmung, ja, was ich durchaus manchmal glaube? Oder ist es vielleicht tatsächlich so, dass, ich meine, Statistik, ja, es kann auch dreimal hintereinander der Sechser kommen. Es kann auch sein, dass die nächsten 60 Mal kein einziger Sechser kommt. Das ist trotzdem statistisch noch sinnvoll und richtig. Das ist halt manchmal so im Leben. Also, woran hängt es? Und ist es eine Wahrnehmung oder ist es nur eine falsche Wahrnehmung, dass andere mehr Glück haben? Auch darauf gibt es keinen Grund, neidisch zu sein. Sondern, ja, einfach mal nachzuforschen, wo ist vielleicht doch noch versteckter Neid in unseren Gedanken drin. Denn wenn unser ganzes Umfeld immer wieder sehr, sehr neidisch ist und wir immer diese neidischen Sprüche hören, übrigens nicht nur in unserer Familie, in unseren Freunden, vielleicht sind auch in deiner Familie, in deinen Freunden viele dabei, die sich diesem Neid verwehren wollen und wenigstens nicht drüber sprechen, wie wir denken, wissen, wie sie denken, wissen wir ja nicht, aber wenigstens versuchen nicht drüber zu sprechen. Leider in vielen Gruppierungen wird viel drüber gesprochen. So Kaffeeklatsch, ja, Flurfunk, aber auch so in Klicken oder sonst irgendwas. Schau dir die wieder an, was die da wieder für sie ein Kleid gekauft hat oder sonst was. Oder ich habe zwei Freunde hier in Regensburg, die mich gestern eingeladen haben. Es war wunderschön. Und das sind beides ziemlich Verrückte, von der Kleidung und sonst was. Die leisten sich außergewöhnliche Klamotten. Er übrigens 70 und durchtrainiert wie, also Hammer. Und leistet sich die verrücktesten Klamotten, kann sie sich auch leisten. Und wenn die beiden durch die Stadt gehen, nicht nur in Regensburg, auch wenn sie mal sonst wo sind, dann gibt es immer wieder Leute, hat sie gestern so schön erzählt, wo sie dann ihn anrempelt und dann so nübernickt, dass die sich die beiden anschauen und dann so kommt so ein Blick, so nach dem Motto, mein Gott, was sind denn das für arme Menschen, weil sie sich so aufbrezeln müssen, damit sie auffallen, haben offensichtlich keinen Selbstwert oder sonst irgendwas, was immer die Leute denken, wir wissen es ja nicht. Aber auch solche Gedanken sind von Neid behaftet. Warum nicht jedem sein Ding lassen, egal was er will? Der eine will so, der andere will so. Und der eine kann sich so leisten und der andere kann sich so leisten. Und ja, viele buckeln ihr ganzes Leben, versuchen erfolgreicher zu werden, als es vielleicht im Verhältnis zur Arbeit geworden sind. Das geht übrigens auch mir so. Trotzdem gibt es deswegen keinen Grund, auf andere neidisch zu sein, auch wenn man manchmal damit hadert, dass es anderen offensichtlich oder scheinbar leichter fällt. Meistens wahrscheinlich eher scheinbar als offensichtlich. Und ja, und sich davon frei zu machen. Es ist nicht einfach, aber es ist sehr, sehr hilfreich, weil ich persönlich bin zum Beispiel immer der Meinung, es hilft sehr, sich von so vielen negativen Gedanken wie möglich überhaupt frei zu machen. Das heißt nicht, dass wir die rote Brille aufsetzen sollen und immer nur denken, alles ist fein, alles ist gut und es ist so toll. Aber es heißt, dass wir negative Gedanken, die uns nicht weiterbringen, die nicht helfen, um zum Beispiel Gefahren oder Problemen vorzubeugen, sondern die nur dazu dienen, dass wir uns über was aufregen etc., dass wir die vermeiden. Jetzt habe ich vorhin mal erwähnt, dass wir Deutsche so typisch neidisch sind. Und ich weiß es nicht sicher, weil das sagen sehr viele, ich sage es auch immer wieder, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es stimmt. Und vielleicht hat jemand von denen, die zuhören, zuschauen, jemand Erfahrung gelebt, mal eine Zeit lang in einem anderen Land, weil wir sagen immer gerne, es gibt so ein klassisches Beispiel. Wenn in Amerika jemand seine erste Million verdient hat, ja, heißt es zumindest immer, dann feiert er eine riesengroße Party und ist stolz drauf und zeigt es jedem und freut sich und alle freuen sich mit ihm. Und ich habe die Amerikaner so erlebt, wenn auch nie jetzt, ich habe nie drüben gelebt. Das längste, was ich mal drüben war, waren 6 Wochen. Und ich habe die so erlebt, dass die sich immer mit anderen mitfreuen.
Allerdings ist das natürlich das Äußere. Wir wissen nicht, wie sie wirklich denken. Das kriegt man vielleicht erst mit, wenn man länger mit denen zu tun hat oder vielleicht mit einem Amerikaner liiert ist oder Amerikanerin verheiratet ist oder sowas. Und ja, also wie gesagt, wenn ein Amerikaner eine Million verdient, dann wird es gefeiert. Wenn ein Deutscher eine Million verdient, dann versucht er das vor allem zu verheimlichen und zu verbergen, weil er weiß, die anderen sind sonst neidisch. Aber die Frage ist, ist es so? Und vielleicht hat jemand von euch Erfahrung mit einem anderen Land, und es muss jetzt nicht Amerika sein. Wie ist es in Italien? Wie ist es in Holland? Wie ist es in China? Wie ist es in der Schweiz? Ich weiß es nicht. Wobei Schweiz ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viele Seminare auch in der Schweiz gegeben. Da waren zwar die meisten Teilnehmer immer Deutsche, aber ein paar Schweizer waren immer drin, und da wurde natürlich dann über solche Themen auch immer wieder gesprochen. Und was mir da schon aufgefallen ist, die Schweizer haben eine andere Grundeinstellung zu Wirtschaft und Politik. Und auch da, man kann nie ein Volk pauschalisieren, nicht alle Deutschen oder nicht alle Schweizer sind gleich, das ist logisch. Aber was mir in der Schweiz immer wieder aufgefallen ist, ist dieser Gedanke zu sagen, wir alle müssen mithelfen, dass es der Schweiz gut geht, denn dann können wir gut leben. Und in Deutschland habe ich immer so das Gefühl, wir Deutsche, wir denken an uns selber. Aber der Staat, das ist ja so der, der soll uns dann was geben, wenn es uns schlecht geht. Ansonsten ist es der große Feind, der uns nur was wegnimmt und der ja immer alles falsch macht. Also sprich die Politik, die dann immer alles falsch macht, anders als ich selbst es will oder sonst irgendwas. Aber da sind die Schweizer definitiv anders. Die haben auch unterschiedliche Parteien, die haben auch unterschiedliche Einstellungen. Aber mein Eindruck zumindest ist, dass ihr gemeinsames Bestreben immer ist, dass es der Schweiz gut geht, dass es auch finanziell der Schweiz gut geht. So nach dem Motto, man kann nur dann Sozialleistung verteilen, wenn man es vorher auch eingenommen hat. Und in Deutschland habe ich immer das Gefühl, man muss verteilen, man muss verteilen, man muss umverteilen. Man spricht da dann auch von sozialer Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob es immer sozial gerecht ist, wenn man anderen eben was wegnimmt. Klar muss man Schwächere stützen, das will ich damit nicht in Frage stellen. Aber es denkt in Deutschland kaum jemand drüber nach, wie können wir denn eigentlich mal das mehren, was wir dann vielleicht zum Umverteilen haben. Sondern da wird immer nur negativ drüber gesprochen und es boykottiert. Also vielleicht hat jemand Erfahrung mit anderen Ländern, würde mich mal sehr interessieren. Denn vielleicht gibt es diesen Neid ja in anderen Ländern auch. Und ich habe schon mehrere Lebensgefährtinnen aus Österreich gehabt. Da kam es mal vor, dass es ein bisschen weniger ist, aber trotzdem auch da ist, dieser Neid. Aber das kann natürlich auch so durch die Brille sein, dass ich schon diese Grundeinstellung habe, wir Deutsche haben es mehr und die Österreicher haben es weniger und deswegen gefühlt habe, dass es weniger ist. Vielleicht ist es gleich viel. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich deutlich weniger. Ich weiß es nicht, ja. Also vielleicht habt ihr auch Erfahrung. Und dass wir uns darüber überhaupt Gedanken machen, ist natürlich auch ganz spannend. Weil es wieder das zeigt, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir in unserem Umfeld dauernd erleben, dass andere neidische Bemerkungen machen, dass andere sich neidisch verhalten oder auch nur neidisch fühlen oder denken, dann färbt es eben ab. Und es sind eben nicht nur die Menschen in unserem Umfeld, ich habe vorhin ja schon Familie oder Freundeskreis oder sowas gesagt, das ist in der Firma, das ist in der Politik. Das ist in der Presse ganz stark. Also ich erlebe es ganz stark in der Presse, was da Negatives geschrieben wird. Und zwar meistens so durch die Zeilen durch. Und ich glaube gar nicht mal als Absicht. Also ich unterstelle jetzt keinem Journalisten, dass er sich eine erzieherische Aufgabe gestellt hat, so nach dem Motto, ich mache die Deutschen jetzt noch neidischer oder ich mache die Deutschen jetzt noch sonst irgendwas. Sondern das ist halt vermutlich so sein eigener Neid, der dann da durchstreppt und den er natürlich nicht ganz verhindern kann. Ich meine, ein Journalist ist auch ein Mensch, der halt aus seiner Warte etwas schreibt und beurteilt. Anders kann er es ja nicht. Und Journalismus ist ja nicht, wie es eigentlich erwartet wird, eine neutrale Berichterstattung, sondern Journalismus ist natürlich immer auch eine Meinungsbildung, auch wenn es nicht als Kommentar gekennzeichnet ist, weil allein die Selektion dessen, über was man schreibt, ist ja schon eine Meinung und damit eine Meinungsbildung. Und wie es dann formuliert wird, die Wortwahl etc., ist dann natürlich auch Meinungsbildung. Und ich kenne es von mir selber, wenn ich meine Blogartikel schreibe oder sonst irgendwas,
oder jetzt auch hier drüber spreche, so ganz ohne meine eigene Meinung, kann ich sowas gar nicht darstellen. Das ginge gar nicht. Also hier will ich natürlich auch so meine Denkweisen. Geht ja ein bisschen hier im Selbstsicher Live immer so ein bisschen um was, ja, Philosophien zu dem jeweiligen Thema philosophieren und vielleicht auch ein paar Tipps mit drin etc. Aber wertneutral oder meinungsneutral ginge es gar nicht. Wie soll das gehen? Ja, das können wir, glaube ich, gar nicht. Ja. Wie ich ja gerade gesagt habe, selbst der Wikipedia-Eintrag über Neid ist meiner Meinung nach schon etwas durch eine Blume, so nach dem Motto, Neid kann auch was Positives haben, aber Neid ist an sich anders definiert. Gut, also von euch ist nichts gekommen, habt ihr vielleicht auch keine Erfahrung, das ist auch kein Problem. Sollte das später jemand noch sehen und hören, ich weiß, dass die ja ganz gut noch angeschaut werden auf Facebook, auf YouTube oder auf meinem Blog, diese Talks, selbstsicher Live-Talks, dann auch gerne in die Kommentare schreiben, denn ich glaube, dass das schon ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und wer sein Leben besser gestalten will, der sollte, das ist meine Empfehlung, ich versuche es selber auch, der sollte seine Achtsamkeit darauf schulen, möglichst in den Gedanken, aber spätestens in den Worten und Taten Neid und Missgunst so weit wie möglich zu reduzieren. Ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der sagen kann, er ist vollkommen frei davon, ob das dann nicht Selbstbetrug ist oder Täuschung, Selbsttäuschung ist. Aber vielleicht schafft es auch jemand, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich schaffe es auch nicht ganz. Ich versuche es seit vielen, vielen Jahren. Ist jetzt keine Sache, die ich jetzt seit kurzem erst versuche, neidfrei zu denken und neidfrei zu reden und zu handeln. Aber so ganz schaffe ich es nicht. Ich habe mir allerdings durchaus angewohnt, wenn ich das erlebe bei anderen, dass sie so Neidaussagen machen, wie zum Beispiel in der Politik vorhin, dass ich dann durchaus auch meine Klappe aufmache und sage, sieh bitte auch mal die andere Seite und denk mal drüber nach, was bedeutet das, auch aus der höheren Warte. Also im NLP, wo ich ja herkomme, gibt es immer die Ich-Position, die Du-Position und die Meta-Position. Und Meta heißt so diese neutrale Warte von oben betrachtet. Neuerdings gibt es noch eine vierte, aber das reicht jetzt erstmal. Also was ist meine Sicht der Dinge? Was ist die Sicht der Dinge der anderen Seite? Und was ist so die Metaposition? Was würde quasi eine neutrale Person oder was würde die Gesamtheit? Und da wird heutzutage manchmal auch unterschieden zwischen der neutralen Person und der Gesamtheit. Also was hat es zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei der Politik als Beispiel sind, was hat es für die einen? Nehmen wir nochmal das Beispiel Miete. Was hat es für die Mieter auf der einen Seite? Was hat es für die Vermieter auf der anderen Seite? Und was bedeutet es aber für uns als Gesellschaft insgesamt? Für den Staat, für uns Steuerzahler, für uns Menschen, die in dieser Gesellschaft leben und für die Wirtschaft und alles, was damit zusammenhängt, zu tun. Denn jedes Geld, das irgendwo wandert, auch wenn man sich strecken muss, ich meine, ich würde auch gerne weniger Miete bezahlen. Auch wenn man sich manchmal strecken muss, dieses Geld überhaupt aufzubringen. Aber mit diesem Geld passiert ja wieder was. Das erzeugt wieder, da ja auf alles Steuern bezahlt werden, das erzeugt auch wieder Steuergelder, die dann wieder auch Sozialleistungen garantieren und all diese Dinge. Also es hängt ja alles immer irgendwie zusammen. Jo, das so viel zum Thema Neid und Missgunst. Ich habe jetzt gemerkt, die letzten 5, 6 Minuten sind auch schon die Zahlen etwas runtergegangen von denen, die zuschauen, weil ich glaube, das Thema jetzt auch soweit erschöpft ist, wenn keine Fragen mehr kommen und ich habe ja jetzt auch keine Fragen von euch bekommen. Dürft übrigens immer gerne Fragen stellen, kommentieren und auch Themen fürs nächste Mal vorschlagen. Ich hatte noch keine Zeit, mir ein Thema fürs nächste Mal auszudenken, werde ich aber tun und dann entsprechend wieder veröffentlichen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntagabend. Genieße ihn so gemütlich, wie du kannst. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier den Blogartikel schreiben, etc., den Video hochladen und dann aber zu später Stunde sicherlich auch noch ein bisschen auf dem Sofa liegen. Denn das habe ich die Woche quasi nicht geschafft. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, 17:45 am Abend zum Selbstsicher Live hier auf Facebook. Alles, alles Gute. Mach's gut. Bis zum nächsten Sonntag.